Spitzenspiel in der DWL, der Kracher in der deutschen Wasserballliga. Die Wasserfreunde Spandau 04 empfingen ihren Dauerkontrahenten, ihren großen Gegner aus Hannover, Waspu 98, zu Gast in der Schwimmhalle in Schöneberg. Unser Ziel heute war das so, dass wir als Team spielen. In der Liga noch ohne Niederlage den Supercup gegen die Wasserfreunde gewonnen, gegen die Männer aus Hannover mit Selbstbewusstsein ins Becken auf die leichte Schulter, durfte das Duell trotzdem nicht genommen werden. Immerhin standen die Spandauer auf Platz 1 in der Tabelle, ebenso ohne Niederlage. Seit letzter Saison haben wir Schwierigkeiten mit Hannover, finde ich. Die sind wirklich alle sind talentierte Spieler. Es war ein kräftezehrendes Duell, welches die Wasserfreunde leider ganz knapp am Ende verloren haben. In der ersten Halbzeit hat es etwas gedauert, bis beide Mannschaften aus sich herauskamen. Die Spandauer konnten sich aber dennoch mit 3:0 deutlich in Führung setzen. Ich finde, wir hatten Pech. Wir haben gut gespielt am Anfang. Am Ende war Pech. Also wir können das gewinnen. Das ist was macht Wasserball interessiert. Interessant. Alles lief nach Plan für die Berliner, doch dann die Wende bei Waspu 98 in der zweiten Hälfte. Sie konnten sich einen Gleichstand, ein Unentschieden erkämpfen und führten dann das Spiel weiter stark fort. Es wurde immer emotionaler, bis sogar der Trainer der Wasserfreunde die rote Karte wegen des Nicht-Akzeptierens der Schiedsrichterentscheidung sah. In letzter Sekunde dann das 6:5 für Waspu Hannover. Und damit ein ganz wichtiger Sieg für die Niedersachsen und eine bittere Niederlage für die Wasserfreunde Spandau 04, Tabellenführung damit futsch. Nicht das gleiche Fehler machen, weder als Team spielen mehr, kein Schreiten, natürlich nicht. Und ja, immer positiv denken, weitermachen. Ein Tor mehr und ein Tor weniger zu kriegen. Ehrliche und richtige Worte, aber Kopf hoch heißt das im kommenden Spiel am 5. Dezember mit neuer Energie ins Wasser hüpfen.